Wir haben einmal eine Mixed Pointer Hündin, die Lucy. Lucy ist geboren ca. 2006. Sie ist weiblich und kastriert. Und Lucy sucht natürlich ein neues Zuhause. So, Lucy ist zu sagen, dass sie Jagdtrieb hat, für einen Pointer ganz typisch. Muss man sich natürlich im Klaren vorher sein, dass dann natürlich keine weiteren Tiere im Haushalt sind. Lucy hat ein leichtes Herzproblem, was halt auch regelmäßig kontrolliert werden muss. Bis jetzt ist es noch nicht behandlungsbedürftig. Das heißt, es muss aber trotzdem immer wieder kontrolliert werden. Einmal jährlich reicht. Wir haben hier 8 Katzen vom Langendiek, das sind unsere Langendiek-Katzen. Der Langendiek ist bei uns in der Nähe vom Tierheim eine Straße, wo die ganzen Katzen gefunden worden sind. Und wo vermutet wird, dass die Katzen halt ausgesetzt worden sind und ja, die wir hier alle kastriert haben. Und jetzt natürlich versuchen, weil sie halt so ein bisschen scheu sind, halb wild sind, dass wir sie wirklich an den Menschen gewöhnen. Und wie man sieht, wird das mit der Zutraulichkeit immer besser. Natürlich braucht man da Hilfsmittel. Schön wäre es natürlich, wenn sie zu zweit vermittelt werden würden. Wir suchen schon Leute, die geduldig sind, die auch Katzenerfahrung mitbringen. Es sind keine Anfängerkatzen und es sind auch keine reinen Wohnungskatzen. Wir haben hier unseren Milo, unseren Münsterländer Bouvier-Mischling. Milo ist ein Hund, der sehr gerne lernt, der einem im Prinzip auch sehr gefallen möchte. Allerdings das Problem, was er liebe Milo hat, ist, dass er nicht alleine bleiben möchte und das auch sehr, sehr deutlich macht. Das heißt, er setzt sich dann halt wirklich vor die Tür und lässt einen nicht mehr raus und droht dann halt wirklich sehr, sehr böse. Ja. Wenn sich jemand für den Milo interessiert, dann brauchen wir zum einen hundeerfahrene Leute, Leute, die keine Kinder haben, gerne auch mit einem Zweithund, am besten einer Hündin. Milo ist total verkuschelt. Das liebt er auch mal richtig durch. Wenn er einen natürlich nicht kennt, dann ist so gerade Schnauzenbereich, Füße ist für ihn erstmal so hm. Aber wenn dann die Bindung aufgebaut ist, dann ist das auf jeden Fall eine sehr hochwertige Sache, die er auch schon sehr genießt.